Ich freue mich so. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Ich bin heute ein bisschen, wie soll ich sagen, hibbelig. Und zwar ist es jetzt wirklich noch früh am Morgen, es ist dunkel draußen, ich bin gerade nach Hause gekommen, es regnet im Ström, es war mir egal. Ich war bei DM, heute ist ja Black Friday, auch bei DM. Und ich habe alle fünf Boxen der YouTuber, die mitgemacht haben. Und ich sag's euch, es war ein Krampf, sie zu bekommen bei uns in der Region. Wieder Lippenstift. Auf jeden Fall stand ich schon um halb acht vor unserem DM und es war unfassbar voll, also wirklich unfassbar voll. Ich habe schon gedacht, oh Gott, so viele Menschen, ich kriege gar keine Boxen, aber nein, ich habe mich durchgeprügelt mit zwei Kindern, es war mir egal. Ich habe sie bekommen, alle fünf Boxen, juhu, ich bin so happy, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Erstmal muss ich ein großes Lob an DM aussprechen, dass die an dem ganzen Tag heute von dem Umsatz 5% an einen guten Zweck in der Region spenden. Also finde ich eine super Sache von DM, muss ich DM wirklich loben. 5% an irgendeine gute Sache hier in eurer oder in unserer Umgebung ist super. Bei uns geht es an irgendeine freiwillige Feuerwehr bei uns um die Ecke. An so eine Jugendfeuerwehr. Habt ihr super gemacht, finde ich eine super Aktion. Daumen hoch dafür. So, jetzt genug geschnackt, damit das Video nicht unendlich lang wird. Fangen wir an mit den Boxen. Ich habe sie hier nebenan stehen. Los geht's. Viel Spaß. Erste, und zwar ist das Kind of Rosie. Die Box, die Black Box von Kind of Rosie. Schaut sie euch an. Sie ist wunderschön, einfach nur schwarz. Kind of Rosie ist so, wie soll man das so sagen? So handgezeichnet, aufgemalt. Hier steht dann halt ihr Name, Blackbox. Und hier hat sie noch einen schönen Spruch geschrieben und ihren Namen. Die Zukunft gehört jedem, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Das steht da drauf. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf und schauen mal, was bei Kind of Rosie so Schönes in der Box ist. Ich habe mein Schweizer Taschenmesser und los geht's. Wir wollen sie ja nicht zerstören, deswegen schneiden wir sie ganz zärtlich nur auf und machen das jetzt mal auf. So sieht das aus. Also hier oben habt ihr schon mal eine grobe Übersicht, was drin ist, und dann habt ihr hier ein wunderschönes Foto von ihr selbst. Richtig schön. Das werde ich auf jeden Fall behalten. So, hier sind dann hier diese weißen, ich weiß nicht, Verpackungsschaumstoffplöppel drin. Und das allererste, was mich anlacht, was ich persönlich auch mag, ist das Balea Schönheitsgeheimnis Shampoo in Kokoswasser. Ja, das kenne ich, das finde ich gut. Das Rote ist ein bisschen besser, dadurch, dass halt hier der Kokosduft drin ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig über dieses Produkt, weil, ja, kann man immer gebrauchen und ist eine super Reihe. Als nächstes haben wir von Nivea Protect and Shave einen Rasierer mit Wechselklinge. So sieht der aus. Ja, die habe ich noch nicht ausprobiert. Sehr gespannt, wie das ist. Ich werde es mal testen und vielleicht kommen sie in die neuen Favoriten zum Nachkaufen. Mal schauen. Oh, das ist sehr gut. Und zwar haben wir noch von Blistic einen Lippenbalsam mit drin. Mit Lichtschutzfaktor 15. Für den Winter optimal bei der trockenen Heizungsluft und der kalten, stürmischen Eisluft. Draußen werden die Lippen schnell trocken und perfekt dafür gemacht. Wir haben noch drin von Shebens eine Multimasking. Ein Multimasking. 3 in 1 reinigt, Poren verfeinert und regenerierend. Die kenne ich auch noch gar nicht. Die ist in 3 Abteilungen unterteilt. Muss ich schauen, wie man die anwendet. Also hier ist es abgebildet. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, welche Verpackung welche
Maske ist. Und dann teste ich die und im Aufgebraucht werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, wie ich es gefunden habe. Und zum Schluss, und zum Schluss ist von Trend It Up noch ein High Shine Lip Gloss dabei in der Farbe 140. Hat der auch einen Namen? Nein. In der Farbe 140, das ist so ein schönes Mauve Nude, finde ich ganz gut. Ich muss mal schauen, ob ich das mag, weil ich bin eigentlich nicht so der Gloss-Liebhaber, weil mich klebt das eigentlich zu dolle. Aber ich probiere es aus und auch das werdet ihr erfahren, wie es ist. Das waren die ersten 5 Produkte von Kind of Rosie. Wir machen es zu und schauen uns gleich die nächste an. Die nächste Box ist die Box von der Marin. Marins Black Box, auch super schön mit Maren drauf, richtig, richtig schön. Auch hier ist Marins Spruch drauf, travel as much as you can und ihre Unterschrift. Und auch da schauen wir rein, genau das gleiche wie bei Kind of Rosie, hier die Übersicht, hier die Produkte. Und hier ist auch eine wunderschöne Karte von der lieben Marin drauf. Oder drin, besser gesagt, mit Unterschrift. Ja, mit persönlicher Widmung wieder hinten drauf. Und dann wollen wir mal reinschauen. Als allererstes sehe ich von Garnier Fructis Oil Repair 3 ein Shampoo. Das kenne ich noch nicht. Ich werde es ausprobieren, mal schauen. Das ist extra für trockenes, strapaziertes Haar. Sehr gespannt, wie das ist. Optik finde ich schon mal sehr ansprechend mit der Avocado auch oben oder vorne drauf, besser gesagt. Sehr, sehr spannend. Als nächstes haben wir eine Pflegelotion von Nivea und zwar die Kirschblüte und Jojobaöl. So schaut das gute Stück aus. Auch die kenne ich noch nicht. Ich finde es natürlich super, dass da auch Produkte drin sind, die ich noch nicht kenne, dass man sie einfach mal testen kann. Zum Baden ist auch was drin und die kenne ich auch noch nicht. Und zwar von Kneipp, das verwöhnende Creme-Öl-Peeling. So sieht das aus. Ich bin auch sehr gespannt. Sanftes Zuckerpeeling mit nährender Ölcreme. Ja, sehr interessante Textur. Ich teste es heute Abend gleich aus und berichte euch im Aufgebraucht beim nächsten Mal. Das kenne ich schon und das sind von Schebens die Perfect Skin Beauty Konzentrate, diese kleinen pinken Kapseln. Die benutze ich ja auch sehr gerne und die finde ich richtig gut, kann ich euch also empfehlen. Das allerletzte Produkt aus der Maren-Box ist von Yuti. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Eine Black Heat Peel-Off-Maske. So sieht die aus. Die kenne ich auch noch nicht. Für die Nase würde das 20 Anwendungen ergeben, für Kinn, Nase und Stirn ergibt das 15 Anwendungen und für das ganze Gesicht sollen hier 10 Anwendungen drin sein. Sehr, 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 sehr gespannt. Ihr wisst sicherlich, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dass ich diese Peel-Off-Sachen total gerne mag. Und deswegen umso gespannter auf die, weil die kenne ich noch nicht. Das waren die 5 Produkte von der Mar. Weiter geht's mit der Box von der lieben Nihan. Da ist sie, die Nihan. Auch ein sehr, sehr schönes Bild von Nihan. Ich glaube, dass glückliche Mädchen die schönsten Mädchen sind. Das steht hier hinten bei Nihan drauf, mit Unterschrift natürlich. Und dann schauen wir, was bei Nihan drin ist. Da seht ihr sie, die Box von Nihan. Wow, Nihan. Wow, wow, wow. Ein super Foto von Nihan. Richtig, richtig schön. Schöne Frau, muss ich sagen. Gefällt mir. Dann schauen wir mal, was bei Nihan so Schönes drin ist. Und zwar ist drin, ach wie lustig, von Balea den Handschaum Cake Pop. Und ohne Witz, ich wollte den beim letzten DM-Einkauf, also letzten Monat, mitnehmen. Ich habe mir gedacht, nein, du nimmst ihn nicht mit, du hast von dem anderen noch. Und jetzt brauche ich ihn mir nicht nochmal kaufen, weil ich kann ihn jetzt testen. Ich habe schon dran geschnuppert letztens im DM, als ich den kaufen wollte. Und er riecht so, so, so lecker. Ich hoffe, er ist auch auf den Händen gut. Als nächstes ist drin bei der lieben Nihan von DM Bio ein Kokos-Ananas, eine Kokos-Ananas-Fruchtschnitte. Also mal kein Beauty-Produkt, sondern ein Beauty-Produkt für den Bauch. Kenne ich noch nicht.
werde ich allerdings den Kindern geben, weil ich mag halt kein Kokos essen und deswegen fällt der für mich leider raus. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Idee super. Von Maybelline Yarde eine Mascara in Waterproof. Die Push-Up Drama Mascara ist das. Sehr cool. Mal testen. Ich liebe ja wasserfeste Mascara und man kann nie genug Mascara haben, wie ihr vielleicht selber kennt. Hoffe ich zumindest, dass es nicht nur mir so geht. Als nächstes ist von Jean and Lean, ich hoffe, das heißt so, eine Bodylotion Vanilla Chai. So sieht das aus. Ich muss da jetzt mal kurz dran schnuppern, weil Vanille und Chai. Oh, oh Leute. Oh, die wird getestet gleich heute Abend nach den anderen Produkten, die man zum Baden so benutzen und zum Duschen so benutzen kann. Kommt auf jeden Fall die auf die Haut. Und das letzte Produkt ist von Balea und zwar ein zauberhaftes Haarparfüm. Das kenne ich auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist für ein bezauberndes Dufterlebnis. Schenkt dem Haar frische Duft. Ja, mal schauen, ob ich das benutzen werde. Ich weiß es noch nicht genau. Aber testen werde ich es auf jeden Fall. Das war die Box von der lieben Nihan. Als nächstes habe ich die Box von der X-Letter. Auch eine wunderschöne Box von X-Letter. Sie ist ja auch bezaubernd, also kann man auch nicht meckern. Richtig, richtig schön. Mal schauen, was steht denn hier? Happy Mind, Happy Life steht hier hinten drauf. Und dann schauen wir doch mal rein. So schaut X-Letters Box von innen aus. Auch eine Karte von X-Letter, auch ein sehr schönes Foto von ihr. So schaut das aus. Oh, ich sehe schon was richtig Gutes. Und zwar, wenn ihr meine Abschminkroutine gesehen habt, falls nicht, verlinke ich euch die, ich glaube hier. Und zwar ist da drin von Garnier das Skin Active Micellenreinigungswasser All in One. Yeah, sehr gut. Meins neigt sich dem Ende. Ich hätte eh eins kaufen müssen und so habe ich jetzt eins. Als nächstes ist drin von Bio Vegan die Skin Food Tuchmaske. So schaut die aus. Die ist neu für normale bis trockene Haut. Ja, kenne ich noch nicht, probiere ich natürlich auch aus. Oh mein Gott. Es ist noch drin von Nivea der Duschschaum Seidenmousse Raspberry Rhabarber. So sieht der aus. Auch richtig, richtig cool. Freue ich mich wirklich drauf. Und jetzt kommen noch so richtig zwei Produkte, die ich immer testen wollte und ganz ehrlich zu geizig war, um sie mir selber zu kaufen. Und zwar einmal die originalen Invisible Bubbles in so einem Nude-Ton. Geht immer, kann man immer gebrauchen. Und jetzt kann ich mal den richtigen Unterschied zwischen den originalen und den gefälschten Invisible Bubbles testen. Mal schauen, ob es da wirklich so einen krassen Unterschied gibt, dass die diese 5 Euro wert sind. Und zum Schluss ist von Sally Hansen ein Nagellack drin. Und zwar die Farbe 150, genau, die 150 von Sally Hansen. Ein sehr, sehr schöner Nude-Ton mit so einem leichten Rosé-Stich. Richtig cool. Gefällt mir wirklich gut. Mit Arganölformel steht da sogar noch drauf. Sehr schön. Das war die X-Letter-Box. Und die letzte Box ist die Box von Miss Bella. Ja, auch diese Box ist wunderschön von außen. Miss Bella sieht wunderschön aus. Wir schauen rein, was bei Miss Bella so drin ist. Wir machen sie auf und wir sehen den Inhalt. Wow. Ein wirklich schönes Foto von Miss Bella. Dann wollen wir mal reinschauen. Und das allererste, was mich aus diesen weißen Dingern da anlacht, ist von DM Bio das Kokosöl Nativ. Hoffentlich fällt es mir jetzt nicht runter. Das native Kokosöl von Balea. Sehr cool. Kokosöl geht immer. Brauchen wir täglich. Ich koche sehr, sehr viel damit. Und auch so zur Haut- und Handpflege wirklich super geeignet.
perfekt. Dann haben wir von Luvos noch eine Heilerdemaske und zwar die Clean Mask von Luvos. Habe ich auch noch nicht gehabt. Wird natürlich auch getestet. Oh, sehr cool. Von Balea ist noch drin diese Beauty Effect Augengel Pads. So sehen die aus. Hier sind ja drinnen 3x2 Stück, also 3 Anwendungen. Auch die wollte ich schon ewig mal testen und habe mich nicht überwunden, sie zu kaufen. Jetzt habe ich sie und jetzt kann ich sie testen. Mal schauen, ob sie wirklich ihr Geld wert sind und ob ich sie mir nachkaufen werde. Wir haben noch drin von Trend It Up ein Double Volume and Shine Nail Polish in der Farbe 030. Ein sehr, sehr schönes Altrosé. Geht auch immer richtig, richtig gut. Freue ich mich. Und zum Schluss ist drin von Catrice ein Light and Shadow Contouring Blush. So sieht die Verpackung aus. Das ist die Farbe 020. Ja, gefällt mir auch. Muss man natürlich testen. Werde ich natürlich auch machen. Und das waren jetzt die 5 Produkte von Miss Bella. Nochmal kleine Info, die Boxen haben, eine Box hat 5 Euro gekostet. Der Wert liegt zwischen 15 Euro pro Box und ich glaube von X-Letter ist die teuerste mit, ich glaube, 25 oder ungefähr. Ich schreibe euch das hier nochmal hin, wie die Werte sind, also von bis. Also man hat locker 10 Euro Ersparnis pro Box. Das ist schon mal super. Die Boxen gefallen mir richtig gut. Bis auf diesen einen Kokosriegel. Aber das ist ja nicht so schlimm. Da kann man hin drüber wegsehen. Das ist halt einfach nur Geschmackssache, weil ich halt ja keinen Kokos mag. Ansonsten, ich finde die Boxen super. Ich freue mich so, dass ich sie alle bekommen habe. Yeah, yeah, yeah. Wirklich, der Kampf hat sich gelohnt, meiner Meinung nach. Und dann war es das heute mit meinen Boxen, die ich euch zeigen wollte. Ich bin so happy, wirklich. Ich freue mich riesig über sie. Falls das Video euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Meinen Kanal könntet ihr abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und tun möchtet. Und zwar hier. Und meine letzten 2 Videos verlinke ich euch hier und hier. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Start ins Wochenende vor allem. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut!